Ich begrüße euch heute mal zu einem Voice-Over zu meinem Ganzkörpertrainingsplan. Eigentlich wollte ich ja einen Vlog hochladen, aber dummerweise hat mir erst Input gefehlt und dann hat sich irgendwie meine Speicherkarte verabschiedet. Naja, jetzt stehen wir hier. Ich habe euch gesagt, dass ich euch einen Ganzkörpertrainingsplan zur Verfügung stellen möchte und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Habe ihn euch in die Videobeschreibung geschrieben und möchte in den nächsten paar Minuten einfach so ein bisschen darauf eingehen, worauf achte ich beim Ganzkörpertrainingsplan, für wen ist er geeignet und so weiter. Also, wir schauen einfach mal direkt rein. Ganzkörpertrainingspläne sind natürlich wunderbar für Menschen geeignet, die vielleicht nicht allzu viel Zeit haben, ins Gym zu rennen. Ich rede da so von 2 bis 4 Mal. Man sagt immer, ja, Ganzkörpertrainingspläne sind für Anfänger geeignet, aber dieser Ganzkörpertrainingsplan ist meines Erachtens gar nicht mal für Anfänger geeignet, sondern eher für, ja, für Menschen, die das Anfängerlevel im Gym überwunden haben, aber auch für Fortgeschrittene. Ich verwende ihn selber im Moment, kann einfach sehr, sehr gute Erfolge verzeichnen. Mir macht es auch einfach ungemein Spaß. Also, warum sage ich, dass es nicht unbedingt für den normalen Gym-Anfänger, für jemanden, der ins Gym rennt und jetzt diesen Trainingsplan machen will? Glaube ich einfach nicht, dass es geeignet ist, weil in diesem Trainingsplan, dieser Trainingsplan basiert auf den 5 Grundübungen. Die Technik dieser 5 Grundübungen muss sowas von drin sein, weil auch wenn es Mehrgelenksübungen sind, auch wenn es wunderbare Mehrgelenksübungen sind, die euch einfach unnormal nach vorne bringen, kann man auch unnormal viel falsch machen. Und unnormal viel falsch machen bedeutet immer, dass man sich Verletzungen zuziehen kann und dann hat das der Beginn im Fitnessstudio ein schnelles Ende. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb die 5 Grundübungen oder beziehungsweise die 5 Techniken der Grundübungen, die müssen drin sein und dann könnt ihr das verwenden und dann seid ihr für mich auch schon nicht mehr der unbedingte, der komplette Newbie, sage ich mal. Und also die 5 Grundübungen, Klimmzüge, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und Schulterdrücken. 5 Übungen, mit denen ihr euren kompletten Körper abdecken könnt. Ihr habt euren Bizeps drin, ihr habt euren Trizeps drin, ihr habt eure Bauchmuskulatur drin, ihr habt euren Nacken drin, ihr habt wirklich alles drin. Ihr habt sogar die Waden drin. Grundsätzlich kann ich dazu schon sagen, auch wenn ich 3 bis 4 Mal in der Woche diesen Trainingsplan jetzt mache, baue ich immer noch eine Trainingseinheit ein, wo ich so ein bisschen, ich sag mal den Spaßfaktor in den Vordergrund stelle und dann Extremitäten trainiere, heißt meine Schwachstellen, die Waden werden trainiert und Bizeps, Trizeps, ein bisschen die Schultermuskulatur, einfach nur um nochmal gesondert auf diese Muskelgruppen zu trainieren. Letzten Endes ist es aber nicht erforderlich, das ist eher nur dieser Spaßfaktor. So. Was kann ich euch noch zu diesem Trainingsplan sagen? Mein Wiederholungsbereich beim Training liegt immer zwischen 6 bis 8 Wiederholungen. Ab und zu trainiere ich auch mal mit 10 Wiederholungen, aber ich gehe eigentlich nicht höher. Grundsätzlich fange ich immer so an, dass ich mit einem schweren Training anfange. Heißt, die ersten 2 Übungen vielleicht beziehen sich oder sind eher in einem Wiederholungsbereich von 6 Wiederholungen. Danach die Übungen gehen eher in einem Wiederholungsbereich von 8 Wiederholungen. Ich rotiere die Übungen immer, heißt, ich fange zum Beispiel ab und zu mal mit Bankdrücken an, danach fange ich mal mit Kniebeugen an und so weiter, weil man einfach am Anfang des Trainings immer noch die meiste Power hat und einfach nicht, ja, irgendwelche Disbalancen, boah, ich hatte das letzte Mal noch schon falsch gesagt, jedenfalls möchte ich einfach immer eine Übung haben, wo ich am Anfang Power habe, das komplett maximal ausschöpfen kann und dann nicht irgendwie eine mega krasse Beinmuskulatur entwickeln will. Und am Ende packe ich immer meine Bankdrückübung und habe dann im Prinzip keine Brustmuskulatur. Deshalb versuche ich das immer zu wechseln. Somit verändert sich natürlich dann auch der Trainings- bzw. der Wiederholungsbereich. Zum Wiederholungsbereich bzw. zu meinem Training allgemein. Ihr seht es ganz häufig, dass ich einfach nicht wirklich was an meinem Gewicht verändere. Ich handhabe es so, dass ich grundsätzlich ein Gewicht suche, was ich über 4 Sätze bewegen kann, was ich zum Beispiel 4x6 mit 120 Kilo Bankdrücken hinbekomme. Wenn ich dann denke, alles klar, jetzt ist eine Steigerung drin, dann mache ich es so, dass ich zum Beispiel im letzten Satz das Gewicht minimal erhöhe um 2,5 Kilo.
Wenn ich das schaffe, wunderbar, dann versuche ich es dann beim nächsten Mal in einem Satz davor, sodass ich mich quasi von hinten nach vorne arbeite und somit dann in irgendeiner Weise Progression erreiche. Grundsätzlich ist es aber einfach ein Fehler, wenn man einfach nur quasi ins Training startet, unaufgewärmt, ist schon mal der größte Fehler. Und zum Beispiel einfach irgendein Gewicht wählt ich fange jetzt mal mit 20 Kilo Bankdrücken an und arbeite mich dann bis 120 Kilo hoch. Das Problem, was dabei entsteht, ist einfach, dass ihr vielleicht erst bei den 120 Kilo in einen einen Reiz für den Muskel setzt, der dann erst zum entsprechenden Muskelwachstum führt. Und wenn ihr das, sag ich mal, nur in einem Satz schafft, dann ist das nun mal eher kontraproduktiv. Somit solltet ihr in irgendeiner Weise ein Arbeitsgewicht finden. Zum Thema Aufwärmen wurde ich auch häufiger schon gefragt. Schaut doch einfach mal bei Johannes Lukas oder Smart Gains vorbei. Die haben da wirklich sehr, sehr gute Videos zu gemacht. Kann ich euch an dieser Stelle wirklich darauf verweisen. Macht das mal. Wenn ihr noch Fragen zu dem Trainingsplan habt, dann könnt ihr das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde zusehen, dass ich jeden Kommentar beantworte, wenn er Sinn hat, beziehungsweise wenn die Frage gut ist. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Muss gucken, wie die nächsten Videos so werden, beziehungsweise wann ich wieder Zeit dazu habe. Habe im Moment Spätdienst, heißt, ich fange 14 bis 22 Uhr, arbeite ich. Wenn ihr eine geile Idee habt, was man in dem Bereich vor 14 Uhr machen kann, was man für ein korrektes Video in dem Bereich vor 14 Uhr machen kann, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem schönen Wetter, wenn ich gleich arbeiten gehe. Und wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Ciao.